Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß 2. Wir sind hier in diesem Turm, dessen Namen ich vergessen habe. Wir sammeln uns diesen Pokéball ein, einen Hypertrank. Habe ich eigentlich einen Beleber? Ich glaube nicht. Weil uns ist im letzten Part ja Pip gestorben. Weil Pip sich lieber selbst verletzt hat, anstatt gegen das Lichtel zu kämpfen. Scheiß Pip. Pip, warum hast du uns verlassen? Funkenflug. Und nochmal ein Funkensprung. Sehr viele Attacken mit Funken. Ich spuck gerade auf mein iPhone. Ich habe eine sehr feuchte Aussprache. Bacher erledigt. Wir gehen jetzt nach hier oben. Melanie hat mir irgendwas geschrieben. Wahrscheinlich darauf, wo ich antworte, was ich gerade geschrieben habe. Antwortet sie mir da drauf. Nanu, willst du etwa mit mir kämpfen? Na schön, aber auf eigene Verantwortung. In meinem Team befindet sich nämlich ein sehr extrem starkes Pokémon. Wollen wir nochmal sehen? Ich glaube nicht, dass es so stark ist. Von Pokéfan Juliane. Sie hat ein Petsneed. Das ist ein voll süßes Pokémon, das man nur im Winter fangen kann. Das heißt, dass ich das unter Umständen in diesem Let's Play nicht fangen werde. Ach, Moment. Ich mache wie immer Voltwechsel. Weil Petsneef hat nämlich eine natürliche Stärke gegen mein armes, kleines Emolga. Denn Emolga ist ja zur Hälfte ein Flug-Pokémon. Und Eis-Pokémon sind stark gegen Flug-Pokémon. Deswegen ich mir wirklich hätte gewünscht, ich hätte einen Monat früher mit meinem Let's Play angefangen. Dann hätte ich mich unter Umständen ein Petsneef fangen können. Habe ich aber nicht getan, deswegen sind wir die ganze Zeit im Frühling, wo wir keinen Petsneef fangen können. Aber jetzt demnächst wird es ja dann mal endlich gewechselt. Ach, richtig, dieses Pokémon reist ja schon seit einiger Zeit nicht mehr mit mir mit. Oh. Dein Pokémon reist nicht mehr mit dir mit. Wie traurig. Nee, es hat keine Wirkung. Ich habe echt keinen Beleber. Naja, ich habe echt keinen Beleber. Muss hoffen, dass hier mal ein Doktor kommt. Ach, da ist ja eine Schwester. Juhu, was treffen wir? Höchstwahrscheinlich ein Lichtel. Woher wusste ich das nur? Dass ich immer weiß, wann ein Lichtel kommt und wann nicht. Weil wir hier nur Lichtel treffen. Ich überlege gerade, ob es hier noch andere Pokémon gibt als Lichtel. Methinks not. Da kann ja unter Umständen doch sein, dass hier noch was anderes als Lichtel gibt. Gut, dass du die Attacke abgewehrt hast, Leia. Hast du gut gemacht. Wäre nicht extrem kacke geworden, hättest du die Attacke nicht abgewehrt, dann würdest du nämlich schon wieder brennen. Was auch dazu führen würde, dass du weniger Schaden machst. Oh, wir haben den Beleber gefunden, aber ich bin schon fast an der Dingens dran. Ich bin hier, weil ich wissen will, wie diese Welt irgendwann mal enden wird. Das Aha-Erlebnis ist bisher leider ausgeblieben, aber vielleicht lässt sich durchaus ein Kampf ändern. Wäre ich im richtigen Zeitpunkt, dann hätte ich einen Doppelkampf gehabt, weil beide mich angeguckt hätten. Psycho Markus. Der hat ein Pygraulon. Das wirklich aussieht wie ein Alien. Ist auch eher so das Area 51-Pokémon, finde ich. Wir machen wieder Funkensprung, weil ich habe zwar ein Geist-Pokémon dabei, aber es ist nicht stark genug. Pygraulon können wir, glaube ich, auch hier irgendwie fangen. Synchro. Oh, toll. Pygraulon kann Synchro. Wankelmut. Toll, jetzt können die beiden Wankelmut. Aber Synchro ist ja echt eine böse Attacke. Begrenzer. Darf ich nur noch Funkensprung benutzen oder was? Ja. Ich muss gleich mal wieder meinen Paraheiler benutzen. Wir werden auf jeden Fall jetzt mit dem Pokémon nicht weiterkämpfen. Also Leia, du musst leider jetzt bald weg. Gegen Mitodos wird
Nina kämpfen. Alle anderen haben da nicht wirklich viel Sinn, weil Bacher ist noch zu schwach. Und da wird Nina eigentlich gegen Methodos hier raushauen. Das Problem ist, ich mag vom Aussehen her Methodos. Mag ich wirklich. Leider ist es ein reines Psycho-Pokémon und das hat nun mal keinen Platz in meinem Team. Würde ich jetzt natürlich ein Team um Methodos herum aufbauen, wäre das natürlich weniger ein Problem. Dann würde ich aber auch nicht weiß was sehen Emolga, weil Emolga ja irgendwo... Also irgendwo hat man dann das Problem, man muss ein paar bestimmte Pokémon, die man mag. Also man nimmt ein Pokémon, das mag man, und darum baut man ein Team auf. Und das Problem ist einfach daran... Naja, das klappt hier nicht ganz so gut. Das ist also das Ende, oder habe ich hier was falsch verstanden? Wahrscheinlich hast du was falsch verstanden. So, wir gehen hier schnell nach unten. Brauchst du meine Dienste als Fegerin? Nichts lieber als das. Vorher aber musst du mich im Kampf besiegen. Ja, scheiße, ich habe gerade vergessen. Emolga den Paraheiler zu geben. Ja, ach, egal, wir müssen nur ein Pokémon schaffen. Nur ein Matrifol. Naja, wenn Emolga das jetzt nicht schafft. Wir haben immer noch Rex. Da setzen wir Voltwechsel für ein. Statik. Tja. Pech gehabt, Matrifol. Leider ist Leia paralysiert. Sie benutzt Hyperheiler. Hyperheiler. Der macht, glaube ich, ja genau, der macht alles. Alle Attacken macht er weg. Und Leia kommt wieder zurück. Um jetzt Matrifol gegen Rex kämpfen zu lassen. Ich möchte aber auch an Arcani, aber das Problem ist, Arcani ist auch bloß ein reines Feuer-Pokémon. Aber Arcani ist ja relativ stark. Ist ja das Gute wieder an Arcani. Yay, Leia ist jetzt Level 34. Leia versucht Lichtschild zu lernen. Nee. Scheiße, jetzt habe ich nochmal da gedrückt. Nein. Lichtschild nicht da lernen. Bacher ist jetzt Level 24. Was soll das hier werden? Dein Team ist doch kerngesund. Gut, dann wollen wir mal. Empfange das Geschenk der Gesundheit. Meine Aufgabe ist es, Pokémon gesund zu pflegen. Jetzt stellen wir uns hier oben hin, damit wir gegen den Typen kämpfen können. Zeigen wir den ruhenden Seelen den blendenden Glanz des Lebens. Ja, wie du meinst, dann machen wir das. Wenn du meinst, dass wir es machen sollen, dann machen wir es. So, was schickst du in den Kampf? Ein Psyana! Och, da würde Melanie sich freuen. Melanie mag ja alle Evoli-Entwicklungen. Ich würde mich jetzt auch wieder bedeckt halten über die neue Evoli-Entwicklung, weil ich das hier ja wieder massig vorbereite und dann... Ich hab das nicht ganz so gut, wenn ich dann jetzt über die Evoli-Entwicklung rede. Zum Zeitpunkt jetzt gerade wird vermutet, dass Evoli, dass die neue Evoli-Entwicklung unter Umständen ein neuer Typ wird. Wir wissen es noch nicht. Warum können hier alle Pokémon synchro? Ob Makabacha es erledigen könnte? Ich glaube nicht, aber ich glaube... Lucario schafft es, obwohl Lucario ja ein halbes Stahl-Pokémon ist, ein halbes Kampf-Pokémon ist. Und ich denke, Ruckzuckieb erledigt es nicht, aber zum Glück ist Psyana paralysiert. Das ist jetzt... Jetzt aber der Ruckzuckieb, der macht das. Das war's mit Psyana. Und Bacher ist Level 25. Unheilböen? Was sind das Unheilböen? Das Ziel... Treffen... Abscheuliche Winde steigert eventuell alle Statuswerte des Anwenders. Was macht Dunkelnebel? Erzeugt einen Dunkelnebel. Alle Veränderungen der Statuswerte der Kampfteilnehmer werden annulliert. Ah, ich mach Nachtnebel weg. Hast du das gerade gesehen? Das war ein Zeichen. Nachtnebel wird zwar immer stärker, aber... Ja, nee. Da habe ich lieber eine starke Geistattacke. Nebenbei, ganz lustig, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusst, Psycho, was ja quasi so Pokémon des Geistes sind, also Psycho-Pokémon, insgesamt der Typ,
haben eine Schwäche gegen die Urängste, gegen so Urängste. Unlicht, also Dunkelheit, Geister, Käfer, also quasi gegen Ängste, die man hat. Seltsamerweise nicht gegen Wasser, weil gegen Wasser sollte man wirklich Ängste haben. Eine verlorene Seele hat von mir Besitz ergriffen. Sie sagt, sie sehne sich nach einem Kampf. Wie immer, thumbs up. Oh, das ist eine Frau. Melusina? Was ist denn so ein Name? Sie hat einen Makabacher, genauso wie wir. Und Geister sind schwach gegen eigene Geister. Aber ich hätte das Makabacher nicht gegen Makabacher antreten lassen. Weil unser Makabacher noch eindeutig schwach ist. Ah, ja, Mumie. Ja, jetzt sehen wir mal Fluch aus Sicht eines Geist-Pokémon. Jetzt nimmt nämlich nach und nach Leia immer Schaden. Deswegen setze ich jetzt Voltwechsel ein. Naja, als würde Makabacher das jetzt überleben. Aber dadurch wechseln wir dann einfach mal Leia aus. Und ich schicke in den Kampf, was auch immer es wird. Ich schicke Lucario in den Kampf. Warum auch nicht? Hypnomorba. Ja, da wechsle ich dann doch lieber. Nina. Weil Hypnomorba ist nämlich die Weiterentwicklung von Mollymorba? Ja. Dieses Puppen-Pokémon da. Schmeichler. Wow. Spezialangriff steigt, dafür ist es jetzt verwehrt. Boah, woher wusste ich nur, dass es sich selbst verletzen wird? Zum Glück ist das nicht sehr effektiv. Boah, ich wollte gerade sagen, boah, woher wusste ich wieder, dass es sich selbst verletzen wird? Aber tut es ja gar nicht. Komm, Nina, du schaffst das. Du hörst jetzt auch auf, nerviert zu sein, ja? Nö, natürlich nicht. Und natürlich verletzt du dich selbst. Heilblockade, jetzt kann ich mich nicht heilen. Komm. Braves Nina. Volltreffer, Hypnomorba wurde besiegt. Echt, stöhn, die verlorene Seele hat meinen Körper wieder verlassen. Schade für dich. Dunkelklaue. Wir finden hier sehr viele TMs. Und Dunkelklaue ist eine Unlichtattacke. So viel weiß ich noch. Ne, eine Geistattacke. Die Volltrefferquote ist dabei sehr hoch. Ja, Makabacher, möchtest du nicht Dunkelklaue erlernen? Ach, verdammt. Kann es nicht. Ich könnte Rio Dunkelklaue beibringen. Dann kann ich es auch gegen Geist-Pokémon antreten lassen. Offenlegung kommt weg. Und Rio erlernt Dunkelklaue. Dann kann ich es jetzt auch endlich gegen Lichtel antreten lassen. Und gegen Psycho-Pokémon. Es muss ja nur schneller sein. Oh! Oh, ein junger Trainer! Darf ich dich um einen Kampf bitten? Eine Herausforderung von Dame Hildegard. Sie hat ein Roselia. Roselia ist ein Pflanzen-Pokémon und hat somit keine Chance gegen unser geliebtes Emolga. Akrobatik. Das war's. Und Bacher erreicht Level 26. Als du mich fast schon besiegt hattest, hätte ich beinahe nach einem längst verschiedenen Pokémon gerufen. Oh. AP Plus. Für einen Gentleman wie mich gehören Pokémon-Kämpfe zum guten Ton. Eine Herausforderung von Gentleman Nikolaus. Er hat einen Nachtara dabei. Geistattacken gegen Unlicht-Pokémon? Bin ich mir gerade nicht sicher. Bin ich mir wirklich nicht sicher. Ah ja.
Ah, das hat nicht ganz so gut geklappt. Versuchen wir es einfach mal. Machen wir erstmal wieder Voltwechsel, damit wir noch ein bisschen Schaden austeilen, bevor wir hier das Pokémon wechseln. Und Leia kommt zurück. Und wir holen einfach mal Rio in den Kampf. Mal gucken, der mit seiner neuen Attacke wird das schon schaffen. Gewissheit hat keine Chance. Jetzt Dunkelklaue. Okay. Dunkelklaue, also Geisterattacken waren nicht gut gegen Unlicht-Pokémon. Habe ich mir jetzt gemerkt. Aber Kampfattacken waren gut gegen Unlicht-Pokémon. Warum können alle Pokémon Synchro? Warum können hier alle Pokémon Synchro? Ruckzuckhieb. Verdammt. Ich schaffe es sogar noch. Ich wollte jetzt eigentlich nur Ruckzuckhieb, weil ich auf jeden Fall als Erster angreifen wollte. Ich dachte, das reicht. Aber tut es ja nicht. Bacha ist jetzt Level 27. Das war gar nicht mal so übel. Ja, ich gehe jetzt mal runter und lass meine Pokémon heilen. Hm, hier tauchen aber echt wenig Pokémon auf. Gut, dann wollen wir mal dann empfange das Geschenk der Gesundheit. Meine Aufgabe ist es, Pokémon gesund zu pflegen. Schön für dich. Ich glaube, hier tauchen so wenig Pokémon auf wegen den Treppen. Dass das sonst nicht irgendwie so richtig einprogrammierbar wäre. Und ein Golbat. Zubat habe ich schon gefangen, oder? Ja. Also könnte ich auch einfach einen Zubat trainieren, um einen Golbat zu kriegen. Ich konnte wirklich noch nie was mit Zubat und Golbat anfangen. Nicht mal mit X-Bat. Dass ja die Weiterentwicklung ist und in der zweiten Generation dazu kam. Konnte ich bis heute nichts mit anfangen. Aber, naja. Geben das sein. Also ich kann mit den Pokémon insgesamt nicht anfangen. Ich meine, im Spielverlauf kann man ja wirklich mit jedem Pokémon kämpfen. Wenn man später dann kompetitiv das richtig macht, ja eher nicht. Aber ist nur so, ja, ich kann wirklich nicht da sehr viel damit anfangen. Oh, wie weit oben wir sind. Das ist die Glocke des Turms. Lässt du sie erklingen? Melanie hat die Glocke des Turms erklingen lassen. Das war, glaube ich, in Schwarz und Weiß war das auf jeden Fall wichtig. Die Glocke erfüllt die Umgebung mit einem wohligen Klang. Aber halt hier passiert nicht wirklich viel damit. Naja, wir gehen mal wieder raus. Ich gehe zu Fuß. Ja gut, ich kann da sowieso nicht Fliegen benutzen. Weil Emolga... Da. Weil Emolga viel zu schwach zum Fliegen ist. Da ist Emolga. Moment, ich laufe gerade falsch. Ja, ich laufe gerade extrem falsch. Och, ein kleines Lichtel. Oh. Voltwechsel. Ich kann nämlich, glaube ich, gar keine Feuerattacken. Aber jedenfalls die wilden Lichtel hier nicht. Jetzt tun wir Bacher mal raus. War jetzt ein bisschen ungeschickt. Versuchen wir es mal mit Unheilböen. Und dann hat Bacha es geschafft. So, wer jetzt ne... Ach, ich drücke die ganze Zeit auf A. Nein, ich will auch nicht den Back nehmen. Ich will auf Pokémon. So, ich setze einfach Bacha nach vorne. Nehm ihm erstmal den EP-Teiler. Genauso wie ich ihm Molga den EP, das Glücksei nehme. Und ich gebe ihm das Glücksei. Hier das Glücksei für Bacha. Erst einmal. Weil ich denke, hier kann ich Bacha sehr gut trainieren. Gut, dann wollen wir mal empfangen das Geschenk der Gesundheit. Meine Aufgabe ist es, Pokémon gesund zu pflegen. Und jetzt können wir hier in Ruhe rausgehen. Denke ich. Und wir finden ein weiteres Lichtel. Angeblich sind hier noch andere Pokémon zu finden. Angeblich. Merke ich bisher nicht wirklich was von. Einmal Unheilböen, bitte.
Das setzt Begrenzer ein. Nochmal Unheilböen, bitte. Und damit haben wir jetzt Lichtel besiegt. Yeah. Ich gehe nochmal heilen. Weil Unheilböen, dass ich es zweimal benutzen muss, ist relativ unpraktisch. Aber ich denke, wir haben ein starkes Voluminas. Ein sehr starkes Emolga. Wir werden uns jetzt an die Arena wagen. Und wir werden hier wahrscheinlich sogar noch ohne Kampf wieder hier rauskommen. Jupp. Wir könnten nochmal mit Professor Esche reden. Ich komme hier nicht raus. Aber das bringt uns ja auch nichts. Stattdessen begeben wir uns wieder nach Panero City zurück. Und dabei gehen wir mal hier ein bisschen durch. Finden wir ein paar Pokémon, die gegen uns kämpfen wollen. Wie dieses Zebritz, das Level 33 ist. Und dann gucken wir, ob wir mit Makabacha eine Chance gegen Zebritz haben. Moment, nein, nein, haben wir nicht. Wir haben keine Chance gegen Zebritz. Mir fällt nämlich gerade ein, Zebritz kann ja Verfolgung. Glück wollte ich nur Stampfer benutzen. Aber Zebritz kann ja Verfolgung. Und Verfolgung ist eine Unlichtattacke. Und Unlichtattacken sind tödlich für Makabacha. Weil Makabacha ein... Mein Gott, warum bist du paralysiert? Warum ist deine Dampfwalze so schwach? Juwelenkraft. Los. Ah, das ist paralysiert. Nina, warum? Warum tust du mir das an, Nina? Warum? Ich dachte, boah, schon wieder paralysiert. Warum ist es immer bei meinem Pokémon? Der Gegner kann immer angreifen, ohne Probleme, aber meine Pokémon nicht. Deswegen benutze ich immer so ungern Statuseffekte und alles, weil der Gegner kann sowieso immer angreifen. Nur meine Pokémon nicht. Aber wenigstens schafft es Nina jetzt zweimal hintereinander anzugreifen. Und wir könnten Zebritz fangen. Möchte ich Zebritz fangen, ist die Gegenfrage. Aber wie ihr hier seht, nein, möchte ich nicht. Damit haben wir jetzt auch Zebritz besiegt. Und Gnina ist jetzt Level 33. Und Bacha ist Level 28. Wir schaffen es hier aber nicht, deswegen gehe ich... nochmal hier drüber und dann jetzt zum Pokémon Center heilen. Dann werde ich im nächsten Part wahrscheinlich nochmal gegen Malone kämpfen. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall werde ich diesen Part hier jetzt erst einmal beenden. Und mir gleich noch hier diese Medaille holen. Was auch immer diese Medaille ist. Vielen Dank, dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Hoffentlich kommst du bald wieder. Ja, ja, ich lasse nichts anbrennen. Ab in die Box, 30. Ich habe 30 Pokémon gefangen, wuhu. Also, wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, schaut das nächste Mal wieder rein. Oh, Professor Joy hat... nein, Schwester Joy hat kein Gesicht mehr. Abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dann!